ist das dieser Mensch da, Charles Bukowski? Ah doch, der ist ein bekannter Name. Ja, der als Bestseller-Autor hat einen riesen Hype gehabt, irgendwann in den 70ern, 80ern. Und ist aber eigentlich, der schreibt heftige Texte, also nicht nur solche, sondern der schreibt viel von dreckigen Szenen im Leben. Der drückt vieles extrem dreckig und schmutzig aus. Okay. Da hat er für Furore gesorgt halt. Aber ist selbst ein total kaputter Mensch. Total zerbrochener Mensch. Und scheißt auch auf alles und hasst alles. Also er ist kaputt, der ist Alkoholiker auch. Jahrzehntelang. Cool. Und es ist, ich habe ein Überzeugter. Ich habe ganze Nächte gehabt, viele Nächte, wo ich mir einfach ellenlange Interviews mit ihm angehört habe. Also kaputt der auch ist. So eine seltsam entspannte Stimmung strahlt er aus. Wenn der redet. Man hat teilweise gar keine Ahnung von was er da redet und wie relevant es überhaupt ist, aber er hat einfach eine ganz seltsam anziehende Art zu reden, auch wenn er einfach nur Interviews mit den Leuten führt. Und dann gibt es so ein Interview, wo er zum Beispiel völlig ausrastet vor der Kamera und seine Frau schlägt, sie so tritt und so und voll abdreht. Also es ist ein richtig kaputter. Ja, und säuft jeden Tag, also, aber ich glaube, hauptsächlich Bier. Die richtige kaputte trinkt auch hauptsächlich Bier. Und so eine Geschichte hat er natürlich auch auf Lager, wenn du Jahrzehnte Alkoholiker bist. Ja. Ein gebrochener Mann, wo du da überall abhängst in den Kneipen und Schlägereien und lauter so Zeug fließt in dem seine Geschichten mit ein. So sind total dreckigen, verrohten Szenen, aber er sagt irgendwie immer, das sind die mit Kraft. Die habe ich immer um mich herum gebraucht. Ich habe noch nie was anderes erlebt, so auf die Art. Noch nie was anderes gesehen. Wenn es mal nicht so war, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Mhm. Er ist verdroschen worden wie Sau von seinem Vater. Da gab es wohl so einen Tag, wo er total eskaliert ist. Und der ihn völlig kaputt geprügelt hat und so, und solche Momente beschreibt er halt auch. Der hat da überhaupt keine Skrupel, so eine schlimmen Momente da zu beschreiben. Und dann in seiner Sprache benutzt er so oft auch Fuck und Shit. Das sind zwei Hauptwörter in seinen Sätzen. Aber jetzt überlegt mal, von so einem kaputten Kerl, so eine Lyrik. Ja. Dass der so ein Ding raushaut. Ja, Goethe war bestimmt auch nicht so ganz sauber. Ja, du musst ja ein Gegeißelter sein. Sonst fängst du ja nicht an zu suchen. Ja. Also wer solche Texte schreibt, der hat auch die Phase des Suchenden hinter sich oder steckt drin. Oder noch vor sich. Alles auf, aber auf jeden Fall merkt er eindeutig in seinem Leben, dass was nicht stimmt. Und andererseits sieht er das, was stimmt, weil sonst würde er nicht so positiv über das Leben schreiben. Ja, stimmt, wa? Und über den Weg. Das ist ja unglaublich, was der da spricht. Und das ist nicht dem seine Stimme. Das, was wir gehört haben, ist die Stimme eines Sprechers. Eines Sprechers, ja. Mhm. Der das einfach vorliest. Und er ist ja ein Zerbrochener. Wie willst du jetzt wissen, ob der nicht erleuchtet ist? Ich habe in letzter Zeit oft gesagt, die Frau, die dir in der U-Bahn vor die Füße kotzt, woher willst du wissen, dass die nicht erleuchtet ist und genau dem Plan folgt, der dich wach machen soll? Das kannst du doch gar nicht wissen. Also am Ende musst du ja eh davon ausgehen, dann müssen ja alle erleuchtet sein, nur ich noch nicht. Stimmt, ja. Weil die spielen ja alle den Plan Gottes. Und ich bin der Einzige, der es nicht blickt. Es ist für dich nicht überprüfbar oder widerlegbar, dass es so ist. Du kannst es gar nicht überprüfen, weil dann müsstest du ja die sein. Und wenn du die sein könntest, dann bist du ja eh alles. Ach, dann kommst du nur dahin. Alle Wege führen nach Rom. Your life is your life.
Don't let it be clubbed into dank submission. Beyond the watch. There are ways out. There is a light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Beyond the watch, the gods will offer you chances. Know them. Take them. He can't beat death, but he can beat death in life, sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you. And the more often you learn to do it, the more light there will be. There are ways out. Siehst du, jetzt spricht er zum Beispiel, je öfter du das tust, die Dunkelheit zu schlagen, desto öfter wird das Licht scheinen. Mhm. Wie kann das einer wissen und davon erzählen, wenn auf diese Art und Weise auch noch, wie kein anderer, oder wie wenig andere, wenn der selbst ein gebrochener Mann ist? Stimmt, ne? Oder sagen wir, wenn der auf uns den Eindruck macht, als wäre es. Weil, ich habe ja gerade gesagt, wie willst du wissen, dass der nicht erleuchtet ist? Gehen wir einfach mal davon aus, dass das ist. Was bedeutet das dann auf alle Menschen in deiner Welt bezogen? Vielleicht sind die alle wach und du bist der einzige Depp, der glaubt, die sind kaputt und wissen nichts. Ja, wie will man denn das ausschließen? Faktisch. Da kannst du nur sehr aufmerksam hingucken. Aber es ist schon, müssen wir zugeben, paradox, dass so ein Mann so eine Texte raushaut. Auf jeden Fall. Also von was spricht er da? Vielleicht weist ihn genau das aus, dass er von der Wahrheit spricht. Ich meine, hört man sich das an? Jesus hätte es nicht besser formulieren können. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you are going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Go all the way. It could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision, mockery, isolation. Isolation is the gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And you'll do it, despite rejection and the worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. If you're going to try, go all the way. There is no other feeling like that. You will be alone with the gods, and the nights will flame with fire. Do it. Do it. Do it. Do it. All the way. All the way. You will ride life straight to perfect laughter. It's the only good fight there is. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Es kann bedeuten, alles zu verlieren. Er hat ja auch nichts mehr. It could mean not eating for 3 or 4 days. Jesus hat auch nichts groß gehabt. It could mean freezing out of heißt es dann automatisch, du bist kaputt und kriegst nicht auf die Reihe? Das muss man doch ganz allgemein anzweifeln, wenn einer so eine Dinge raushauen kann. Isolation ist ein Geschenk. Sie ist ein Test deines Durchhaltungsvermögens. Es gibt nur große Geister, die solche Texte schreiben. Das sind doch die Gründe, warum die Texte von Jesus und Buddha
so immer noch so präsent sind in der Welt. Und jetzt beschreibt er das Licht selbst. Es können nur diese. Keiner in der Kneipe erzählt dir sowas. Nicht in der Regel. You will ride life straight to perfection. Tu es. It's the only good fight. Es ist der einzige gute Kampf, den es gibt. You will be alone with the gods. Du wirst mit den Göttern allein sein. Ich habe das gesehen. Es ist nur so beschreibbar. Du bist alles. Kann man nur von dort aus erklären, auf diese Weise, mit solchen Wörtern. Du wirst das Leben direkt zu größtem Gelächter führen. Und das waren immer schon große Propheten, wenn die von dort sprechen konnten und nicht über dort. Nur die Allergrößten haben so eine Berichte von dort erstatten können. Deswegen sind sie ja so über alle Zeiten hinweg eingebrannt in die Geschichte der Menschheit. Das ist ja wohl ein unfassbar guter Text. Alter Schwede, 2 Minuten. Das hören wir jetzt nochmal am Stück an. If it doesn't come bursting out of you, in spite of everything, don't do it. Unless it comes unasked out of your heart and your mind and your mouth and your gut, don't do it. If you're doing it for money or fame, don't do it. If you're doing it because you want women in your bed, don't do it. If it's hard work, just thinking about doing it, don't do it. If you're trying to write like somebody else, forget about it. If you have to wait for it to roar out of you, then wait, patiently. If it never does roar out of you, do something else. If you first have to read it to your wife or your girlfriend or your boyfriend or your parents or to anybody at all, you're not ready. Don't be dull and boring and pretentious. Don't be consumed with self-love. Don't do it. Unless it comes out of your soul like a rocket. Don't do it. Unless the sun inside you is burning your gut. Don't do it. When it is truly time, if you have been chosen, it will do it by itself. And then it will keep on doing it until you die. For it dies in you. There is no other way. And there never was. Da spricht ein Meister. Egal, wen wir uns dahinter vorstellen, das sind Worte eines absoluten Meisters. Egal, was das Symbol Meister überhaupt bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Du kannst mit Zeichen, mit lyrischen Buchstaben, auf Basis dieser physischen Welt, kannst du kein höheres Symbol für Weisheit ausdrücken. Mit diesem Stück als eine Erfahrung, jetzt, die du jetzt erfahren hast mit deinen 5 Sinnen, dieses Stück kannst du auf diese Art und Weise niemals höher programmieren. Mit Buchstaben. Weil letztendlich das alles, was du jetzt kreierst als Erfahrung, ob das Gehörte, das Gesehene, den Text, die Stimme, die es vorgetragen hat, die Nuancen, die Art, wie das für uns klingt und wirkt,
als Bild, die kannst du nicht meisterhafter formulieren in dieser physischen Welt als Erfahrung. Das sind diese Höhepunkte. Das ist ja letztlich nur ein Symbol, was dir in diese Schöpfung reingepflanzt wurde, dir den Weg zu zeigen. Weil nur über diese Bilder wird es ja wach, was da sieht. Hm. Es gibt ja keine Vergangenheit, keine Zukunft. Es kann ja nur in diesen Bildern selbst drin stecken, dass man wach werden kann. Und in der jetzigen einseitigen Welt, wo man das immer irgendwie kategorisiert, was man da hört, kannst du das nicht deutlicher formulieren, dass es von dort gesprochen wurde. Wie willst du einen weisen Menschen krasser darstellen als in so einem Symbol? So wie es gewirkt hat in der Wahrnehmung. Kannst dir einen heiligen Text durchlesen, aber das von so einer Stimme in dir zu hören. Ein weisen Mann, das habe ich mir auch mal gedacht, wie ich sowas erkenne, dass da wirklich jemand weise ist. Also es ist wirklich weise. Das ist der springende Punkt. Und das Einzige, was mir dabei eingefallen ist, wenn mir beim Sprechen die Welt zusammenbricht, ich mich so wohl fühle, weiß ich nicht, so ein richtiges, ja, so ein bestimmtes Gefühl, was man dabei halt hat. Ich denke mal, deswegen haben auch so eine wirklichen Weisen immer so viele Anhängerschaften. Die wollen in ihrer Nähe sein. Die wollen auch was davon abhaben. Ja, ja. Deswegen gibt es das Gurutum. Ja. Ja. Kann sein, dass es deswegen kommt. Letztendlich ist es ja so, in dem Moment, wo du erkennst, dass hier wer anders spricht, nicht die Figur selber, sondern wenn du wirklich hörst, dass das ja auf dich zeigt und nicht auf irgendwas in deiner Welt. Deswegen, er spricht ja nur von dem, der das hier erlebt, auf diese Art und Weise. Warum soll der dir denn sonst vom Ende des Weges erzählen? Das macht er doch nicht für die Figur, die stirbt doch. So oder so. Das ist ja, er spricht ja von dort, nicht über dort. Der sagt nicht, guck mal da, das ist das Beste, das brauchst du. Sondern er zeigt ja in dich selbst rein. Und der sagt ja auch, er sterben, also die Körper, die sterben ja, die ich wiederher glaube. Also sagt er sogar, genau. Ja, mehr passiert da nicht. Sie werden nicht getötet, sie sind nicht im Tod verfallen oder weiß ich was, sondern sie sterben. Das ist für mich ein anderer Ausdruck mittlerweile. Das ist so, jetzt sage ich, die Realität, die hängt wirklich davon ab, ob du erkennst, dass er weiß ist oder nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, woher willst du denn wissen, ob die Oma, die dir vor die Füße kotzt, nicht genauso weiß ist und dir das nur vorspielt, dass sie es nicht ist? Weil sie den Plan einfach ausführt, der vorgegeben ist, weil sie sich dem Leben hingegeben hat. Ich sag dir, die sind weise oder dumm, weil du hier der Schöpfer bist. Du bist der Bestimmer. Wenn du erkennen kannst, dass da Weisheit spricht, dann ist da Weisheit. Die ist echt. Wenn du dann aber sagst, hör, das ist doch Helmut Kohl, das ist ein Volldepp, dann blendest du das ja aus, dass der vielleicht erleuchtet ist und nur seine blöde Rolle spielt, als wäre er dumm. So, du bist ja der maßgebliche Faktor, ob die weise sind oder nicht. Weil du der Einzige bist, der sie sehen kann. Dies waren nochmal Teile aus einem über vierstündigen Audio. Ein Teil davon hat man schon gehört. Das nannte sich Von Worten und Welten. Und jetzt folgt ein Schreiben, das eigentlich dazu geführt hat, dass wir das nochmal zusammengefasst haben, dass wir ein extra Audio-Hörspiel sozusagen nochmal über Charles Bukowski gemacht haben. Und das lese ich jetzt vor, weil das Ganze hat das alles nochmal schön abgerundet. Schreiben vom Freitag, den 3. September 2021 von Sam um 15.54 Uhr. Weil Bukowski erwähnt wurde. Woher rührt die beruhigende Wirkung beim Lesen der Texte von Bukowski? Er schreibt aus dem Leben eines Mannes, der fast nichts mehr will.
Ein Versager, der im Grunde schon unterwegs zum Entsager ist, quasi ohne das zu wissen. Kulturelle Anerkennung ist ihm weniger wichtig als die nächste Flasche Bier. Das Lapidarste ist ihm, vor allem dem späten Bukowski, lieber als einem missionierenden Impetus zu folgen. Verwundert schaut er dem Streben und Schwätzen zu und zieht sich zurück, wenn er genug davon hat. Im Grunde musst du gar nichts, ist der Grundtenor seiner Schriften. Er gibt nicht mal ein Vorbild ab. Weder ist er besonders sprachbegabt, noch besonders glücklich oder zufrieden. Er sieht nicht gut aus, ist nicht gesund, rühmt sich nicht wichtiger Bekanntschaften und lebt materiell stets prekär und potenziell besitzlos. Nur die Weiber als Genussobjekt sind ihm manchmal lieb. Auch da ist er also keineswegs ein politisch korrektes Vorbild, sondern folgt selbst verurteilungslos dem Gemisch seiner Hormone und Kulturation und sei letztere auch chauvinistisch geprägt. Es gibt bei ihm keine Heilslehre, keine zu ergründenden Zusammenhänge, keine Esoterik, die es bei Henry Miller zum Beispiel durchaus gibt. Dennoch wirken die Texte nicht nihilistisch, weil sie dem einfachen So-Sein, wie man gerade ist, zugewandt bleiben. Auch wenn man scheiße drauf ist. Was andere von ihm denken, ist ihm, im Unterschied zu den allermeisten Kulturschaffenden, egal. Allenfalls hier mag er vorbildlich erscheinen. Das ist auch der Grund, warum Bukowski bei den Jungen gut ankommt und auch vermutlich weiterhin populär bleiben lässt. Denn in der Pubertät ist es nur natürlich, Zonen zu erklimmen, die die prinzipielle Ablehnung anderer mit sich bringen, was die frühere Kindheit noch nicht vermag, weil einem als Kind noch verziehen wird. Bukowski ist für einen jungen Leser somit die literarische Figur, die die entspannende Mixtur aus Ideologieferne und Furchtlosigkeit vor Ablehnung verkörpert. Im Umkehrschluss lässt sich sagen, eine Jugend, die Bukowski ablehnt, tut dies nur dann, wenn sie extrem ideologisiert wurde und ihre Sehnsucht nach dem Nicht-Müssen abgetötet wurde. You're not afraid about death? No. In fact, I almost feel good at the approach of death. Why? You have a nice wife. All that's okay. But you see, as you live many years, things take on a repeat. So I know I have very little fear of death. Mm. In fact, I almost welcome it. Did you ever read Malcolm Lowry's Under the Volcano? Yeah, I did, and I yawned myself to shit. Why? Why? Because, like any other writer, there's no pace, there's no quickness in his lines. There's no life, there's no sunlight. Each line must be full of a delicious little juice, flavor. They must be full of power. They must make you like to turn a page. Talking about Lowry, he died from alcohol. You're not afraid of Lowry, oh yeah. Well, it's nice to die of alcoholism. It's very glorious. But if you write dull shit, it doesn't do any good what you die from. You see? Alcohol is not a great thing. Because you die from alcohol doesn't mean you're any good. You gotta leave some words behind. He died swallowing his own vomit. Great. Now, he's not even a professional drunk. When I really have a big drunk, I put my head on the side of the mattress and let it like this, so if I vomit, it's just gonna go to the floor. This man's not even a fucking professional drunk. Besides that, it's bad, dull writing. Next question. For Christ's sake, do you have another question? Drink some more scotch, motherfucker. It'll cheer you up. Enjoy yourself, man. Forget there's an interview. I like you as a person, by the way.